Ute Freudenberg, die berühmte deutsche Rock- und Popsängerin, durchlebt derzeit eine äußerst schwierige Zeit in ihrem Leben. Ute wurde am 12. Januar 1956 in Schöndorf, Weimar, geboren und hat sein ganzes Leben der Kunst und der Vermittlung süßer Melodien an das Publikum gewidmet. Zeit und Lebensereignisse haben jedoch dazu geführt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat und sie nicht mehr wie in jungen Jahren fliegen und ihre Karriere weiterentwickeln kann. Derzeit denkt Ute darüber nach, seine Karriere vorzeitig zu beenden, um seinen Lebensabend zu genießen, eine Entscheidung voller Sorgen und nicht einfach. Utes Familie hat bestätigt, dass sie unter großen körperlichen und geistigen Schmerzen leidet. Alterskrankheiten und der Druck des Lebens haben Ute müde und erschöpft gemacht. Das hätte sie sich definitiv nicht vorstellen können, als sie jung war, als sie sich noch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und Leidenschaft befand. Der Verzicht auf das Rampenlicht, in dem sie einst glänzte, war für Ute sicherlich ein großer Schock. Ute Freudenberg hat eine glänzende musikalische Karriere voller Höhen und Tiefen hinter sich. Sie begann ihre Karriere bei der Rockband Elefant und erlangte 1980 mit dem Lied »Jugendliebe« Berühmtheit, einem der Klassiker der DDR-Rock- und Popgeschichte. Am 23. März 2002 feierte Ute mit ihrer Band und vielen Gästen in Weimar ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und markierte damit einen Meilenstein in ihrer Karriere. Danach trat Ute weiterhin im Fernsehen auf und nahm an großen Tourneen teil. 2003 nahm sie mit Pudis und City an der Ostival-Tournee teil und veröffentlichte das von Franz Bartsch und Bodo Komnik produzierte Album, In the Name of Love. 2006 erschien das Album, Puppeteer, erneut in Zusammenarbeit mit regelmäßigen Ute-Autoren wie Franz Bartsch, Herbert Stanzius und Kirsten Steineckert. Im selben Jahr erhielt Ute den Herbert-Roth-Preis des Landes Thüringen als erfolgreichste Thüringer Künstlerin. Seit Sommer 2007 nahm Ute an zahlreichen Tourneen im Rahmen von Ostrock in Klassik, zusammen mit namhaften Künstlern wie Pudis, Karat, Silly, Veronika Fischer, Werther Lohse von Lift, Dirk Michaelis und dem Orchester Babelsberg Soundtrack teil. Diese Auftritte gaben alten Hits eine neue Note, wurden in neuem Outfit aufgeführt und bescherten dem Publikum einzigartige und emotionale Musikerlebnisse. Im Jahr 2011 führte Ute mit einem Duett mit Christian Leis zum Song Auf den Dächern von Berlin die deutschen Radio-Hits-Charts an. Dieser Song erreichte in der ersten Veröffentlichungswoche Platz 25 der Single-Verkaufscharts. Die Zusammenarbeit zwischen Ute und Christian Leis war ein Erfolg und sie wurden für den Echo Award 2012 nominiert. 2016 veröffentlichte Ute zusammen mit Christian Leis das Album Lifelines, ein Album der Gesellschafts- und Politikkritik. Dieses Album behandelt Themen wie Menschlichkeit mit dem Song For the Peace of Our Time, Umweltschutz mit Children of Tomorrow und Wahlen mit See You Again nach der Wahl. Dies ist ein Beweis für Utes unermüdlichen Einsatz und ihre Kreativität, mit der sie stets versucht, aktuelle Themen zu reflektieren und durch Musik einen Dann Lerner und Lernerinnen können sowieso eine Sprache nicht einfach so übernehmen. Sie müssen sich diese Systeme eigentlich vom Scratch, also anhand von Indizien, die ihnen ihre Umgebung liefert, ganz wieder neu rekonstruieren und zusammenbauen. Dazu sage ich dann später auch noch einiges.
Ja, die Welt ist im Grunde ein wunderbares, manchmal trauriges, aber auch aus Sicht der Linguisten hochinteressantes Sprachlabor. Wenn man sich es mal anschaut, wie sieht es denn jetzt mit dem Aussterben der Sprachen aus oder beispielsweise der Dialekte, dann sehen wir auch, dass in Deutschland die Dialekte auch auf dem Rückmarsch sind. Nicht, sie werden weniger gesprochen, von weniger Menschen gesprochen. Insgesamt kann man auch davon ausgehen, dass von den 6.000 bis 7.000 Sprachen, die wir zählen, 2.500 zu den bedrohten Sprachen gehören. Und man fragt sich natürlich, wieso eigentlich? Nun, weil nicht die Sprachen an sich als Sprache sterben, aber die Menschen sterben, die Sprecher sterben, die letzten Sprecher und Sprecherinnen, die diese Sprachen gesprochen haben, sind dann nicht mehr da. Die Sprachen werden beispielsweise nicht mehr von Kindern erworben und auch deswegen vielleicht nicht, weil die Eltern schon zu einer anderen Majoritätssprache übergegangen sind. Also es gibt viele Gründe, warum Sprachen verschwinden, auch natürlich aufgrund von Sprachverboten, mit denen man auch in Deutschland sehr unselige Erfahrungen gemacht hat. Es ist aber auch möglich, Sprachen zu revitalisieren. Das ist dann meistens nicht kostenlos, sondern da muss man in sehr gute vorschulische und schulische Einrichtungen investieren. Das hat man in Wales mal so gemacht. Und natürlich entstehen jederzeit auch wieder neue Dialekte. Sie alle kennen das Kiezdeutsch vielleicht.